Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Shalia. Und heute strahle ich aus auf meinem eigenen Facebook-Timeline. Ich habe gedacht, dort erreiche ich die meisten Menschen. Es geht in diesem Video um ein wichtiges Thema. Es geht um Ziele und Planung 2018, was so wichtig ist für viele von uns, egal ob du Solopreneur oder Experte bist und in meinem Dunstkreis oder Zielgruppe gehörst oder auch ob du in einem anderen Kontext unterwegs bist. Das ist eine Jahreszeit, wo wir beginnen, über Ziele nachzudenken. Was nehme ich mir vor für das kommende Jahr, für mein Business? Und wo wir über Planung nachdenken. Wie erreiche ich diese Ziele dadurch, dass ich einen Plan of Action habe? Und das ist für manche Leute eine total schöne Zeit, wo man Visionen spinnt und sich vorstellt, wie das nächste Jahr kommen soll und sich fragt, was sind meine Träume für das kommende Jahr. Und für andere Menschen kann es sein, dass diese Überlegungen, die so freudig beginnen, mit der Zeit zu einem Gefühl von Druck, Dringlichkeit, Stress, Frustration, Schuldgefühle und alle anderen möglichen negativen Gefühle führen. Und weil das so ist, ist es mir wichtig, zu beginnen, ja, eine Basis zu kreieren. Eine Basis, von dort weg man in seine Zielsetzung gehen kann, in seine Planung für das kommende Jahr gehen kann, die gesund ist, die bewusst ist und wo man alle Missverständnisse erstmal aus dem Weg geräumt hat, bevor man seine Jahresstrategie festlegt. Und weil mir das so wichtig ist, habe ich vor nicht so langer Zeit einen Mini-Online-Workshop gehalten mit einem kleinen Kreis von meinen One-to-One-Kunden. Und wir haben einige sehr wichtige Dinge reflektiert in drei Bereichen und uns 10 Fragen gestellt. Und meine lieben 1-zu-1-Kunden sind so nett und haben gesagt, ja, sie finden die Diskussion ist so wertvoll und die erlauben es mir, mit euch zu teilen, also mit all den anderen Leuten in meiner Community. Und am Ende dieses Videos oder beziehungsweise unterhalb dieses Videos, wenn die Live-Version durch ist, wirst du einen Link erhalten, wo du hingehen kannst und dieses Mini-Online-Workshop nicht nur ansehen kannst, was haben wir dort besprochen, sondern auch, wo du mitmachen kannst. Unterhalb des Videos gibt es die 10 Fragen, die ich meinen Kunden gestellt habe, nochmal für dich und du kannst wirklich interaktiv mitmachen auf dem ganzen Weg und zwar sofort. Also ab dem Zeitpunkt, wo du dich mit E-Mail und Name angemeldet hast, machst du sofort diesen Online-Workshop bemerkbar. Aber dieses Video wollte ich erstmal drehen, damit du überhaupt erkennen kannst, ob dieses Online-Mini-Workshop für dich interessant sein könnte. Und deswegen gehen wir direkt rein und ich erzähle dir, was ich von anderen höre und was ich selber erlebe, wenn es um Ziele und Planung geht für das kommende Jahr. Es gibt grundsätzlich so 2 Fraktionen. Ich hatte, bevor ich heute live gegangen bin, mit Silvia Kittel darüber geredet. Und sie hat gesagt, ja, die eine Fraktion sieht folgendermaßen aus. Das sind Menschen, die planen für das kommende Jahr und haben große Pläne für gewöhnlich. Und sie merken mit der Zeit, dass diesen Plänen zu nichts führt. Es führt zu nichts, weil sie merken, es ist schön, zwar die aufgeschrieben zu haben. Vielleicht hast du die aufgeschrieben auf einem Word-Dokument, in einer Excel-Tabelle. Vielleicht hast du eine Vision Board gemacht oder whatever deine Art und Weise ist, deine Pläne zu erstellen. Und das Jahr fängt an und du realisierst das nicht. Du realisierst das nicht, weil entweder du hast zu große Pläne gemacht. Und du schaust das an und kriegst ein Gefühl von Überwältigung, weißt gar nicht, wo du beginnen solltest und kommst in eine Art von Starre oder Paralyse und tust nicht das, was du dir vorgenommen hast. Und weil du nicht das tust, was du dir vorgenommen hast, kommt plötzlich ein inneres Frustgefühl. Du fühlst dich frustriert, dass du das nicht realisierst und
du denkst dir, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin kaputt, ich bin nicht richtig, ich bin nicht okay, ich bin nicht gut genug und all diese anderen Gefühle, die damit aufkommen. Denn andere Leute schaffen das, Ziele zu setzen und Pläne aufzusetzen und die setzen diese um, nur ich tue das nicht. Ja, also das ist so ein häufig auftretendes Gefühl. Und andere Leute wiederum denken, sie sollen Pläne erstellen, die tun es, obwohl gerade angesagt ist, dass sie vielleicht kreativer von der Leber weg, von der grünen Wiese Dinge gestalten. Aber weil sie hinausgeschaut haben in die Welt und andere machen sie ihre Pläne, sie denken, sie müssen es auch tun und sie setzen es deswegen nicht um, weil es gerade nicht für sie das Richtige war. Das ist die eine Fraktion. Du setzt Ziele, kreierst Pläne, um die zu erreichen, tust es nicht, es kommt Frust und Schuldgefühle auf und das nächste Mal denkst du dir, warum soll ich denn überhaupt Pläne machen? Fraktion 1. Die Fraktion 2 sieht anders aus. Ich gehöre eher in der Fraktion 2, jedenfalls über die vielen letzten Jahre meiner Selbstständigkeit, aber auch zuvor. Und zwar, ich mache auch große Pläne. Ich bin in meiner Selbstständigkeit jemand in der Vergangenheit gewesen, die versucht hat, alles zu planen. Also ich hatte eine Umsatzplanung, eine Marketingplanung, eine Teamplanung. Ich habe meine Woche exakt strukturiert. Dann und dann werde ich diese Sachen ausliefern. Und ich bin sehr wohl jemand, der nicht nur Ziele setzt und Pläne erstellt, um sie zu erreichen, sondern ich bin das in der Vergangenheit sehr, sehr eifrig und ernsthaft angegangen. Fast zu dem Punkt, wo diese Pläne so sehr bestimmt haben, die ich die so ernst genommen habe, dass bei mir ganz viel Druck, Dringlichkeit und Stress aufgekommen ist. Warum? Weil ich gedacht habe, wenn diese Zahl steht auf eine Excel-Tabelle oder wenn ich das irgendwo zum Papier bringe, elektronisch oder sonst wie, dann muss ich das auch erreichen. Ich habe wirklich zwanghaft versucht, im Plan zu bleiben. Und das hat zu einigen gewissen Gefühlen auch geführt. Zum einen, ich habe mir ein zu enges Korsett gebaut. Ich weiß nicht, ob du in dieser Fraktion auch gehörst, aber wenn du zu viel vorplanst und du dir gar keinen Raum lässt für plötzlich aufkommende neue Ideen oder Spontanität oder Sachen, die du nicht voraussehen konntest, dann bist du nur auf einem super kleinen Mini-Bereich fest eingeengt, den du dir selbst gebaut hast. Das heißt, du machst deine Welt sehr, sehr klein. Oder der andere Nachteil, das daraus kommt, ist, dass ich emotional so damit verbunden war, ob das wirklich eintritt oder nicht, dass ich mir oft die Freude geraubt habe, die damit verbunden war, diese schönen Projekte umzusetzen. Das heißt, im Angebot wäre gewesen, setze ein Ziel, beginne das umzusetzen, habe dabei Freude und Inspiration. Oder im Angebot war auch die Möglichkeit, das einfach gar nicht als schön zu erleben. Und da war ich häufig auf dieser Seite gefangen, in wenig freudvoll das Ganze angehen. Also das sind die beiden Fraktionen. Und es gibt eine dritte Fraktion, aber ich glaube, wir gehören fast alle dazu und deswegen spreche ich das jetzt einfach an. Jetzt nehme ich die Fraktion 1 und 2 und häufe sie zusammen und sagen, wir Menschen, wir alle, wir ticken auch so, dass wir häufig hinausschauen in die Welt und wir schauen die anderen erfolgreichen Menschen an. Die so-und-so oder der so-und-so, der ist richtig erfolgreich. Und die haben es dorthin geschafft, weil sie das und das umgesetzt haben. Also möchte ich oder muss ich auch das genauso tun, wie sie es machen. Ja? Und wir haben jemanden da draußen, die uns inspiriert auf der einen Seite, die wir als Vorbild gewisserweise sehen und die uns ein bisschen anspornt, was natürlich sehr positiv sein kann, aber was sehr leicht in eine nicht positive Lage kippt. Weil wir plötzlich uns in Vergleich setzen und es gibt nichts Giftigeres, was du dir antun kannst, nichts Destruktiveres, als dich mit anderen zu vergleichen. Weil jeder geht seinen eigenen persönlichen, individuellen, einzigartigen Seelenweg und es ist selten so, dass jemand auf dem gleichen Seelenweg ist wie wir. Also ich habe es selten erlebt. Und so begeben wir uns mit unserer Zielsetzung und unserem Planungsvorhaben auf einen Path, auf einem Faden, der nicht
mir gehört, sondern jemand anderes gehört. Und ich renne diesem Vorbild hinterher. Und das führt natürlich auch zu, ja, ich müsste es wahrscheinlich gar nicht sprechen, Frust und nicht genug sein Gefühle und viele einfach negativen Gedanken, die wir vermeiden können. So, da wollte ich euch einfach abholen. Und ich wollte euch sagen, und wir haben das oft in der Gruppe Herzgetriebene Solopreneure besprochen, aber vielleicht hast du das noch nicht gehört, dass ich das gesagt habe, nämlich, wenn wir auf einem Faden sind vom Gefühl Frust, Schuld, Druck, Dringlichkeiten, Stress, ist immer zu 100%, da liegt dahinter ein Missverständnis. Ein Missverständnis, das wir aufklären können, den wir auflösen können. Und wenn wir das aufgelöst haben, geht es meistens leicht nach vorne. Wir kommen wieder in unsere Freude, in unser Flow. Wir haben wieder Inspiration, unsere Vorhaben mit Leichtigkeit und Gelassenheit anzugehen und entspannt erfolgreich zu sein. Also möchtest du das auch? Wenn ja, dann ist diesen Online-Workshop, den ich kostenfrei zur Verfügung stelle, genau das Richtige für dich. Wir reden zum Beispiel darin über die Energiezonen, aus denen heraus man entwickeln kann. Und zwar gehe ich zurück zu dieser ersten Fraktion. Am Anfang dieses Videos habe ich gesagt, diejenigen Leute, die Pläne setzen oder ganz große Pläne aufstellen, aber diese nicht realisieren, sie sind häufig in der Energiezone 2 bleiben sie stecken. Und zwar, sie haben eine hohe emotionale Investition, dass etwas passiert, dass ihre Ziele zu Fruition kommen, würden wir auf Englisch sagen, dass sie realisiert werden. Und sie haben ein niedriges Engagement auf diesem Bereich. Und zwar, sie beschäftigen sich im Innen, in ihrem Kopf, ständig emotional, psychologisch mit diesem, was sie erreichen wollen. Aber sie kommen häufig in eine Art von Paralyse oder Überwältigung und erstarren und setzen zu wenig um und erreichen ihre Ziele nicht und haben diese schlechte Erlebnisse. Sie sind häufig in Energiezone 2. Was das genau bedeutet und auf sich hat, was Zone 2 exakt ist, sage ich in dem Online-Workshop und erkläre ich euch das genau. Und die Leute in dieser Fraktion 2, von denen ich gesprochen habe, zu denen ich gehöre, die große Pläne machen, diese eifrig umsetzen und trotzdem in diesem Gefühl von Druck, Dringlichkeit und Stress kommen, die stecken häufig in der Energiezone 3. Sie haben ein hohes Engagement, aber sie haben auch ein hohes emotionales und psychologisches Investment. Und wo die Musik ist, und da wo es freudig und leicht ist, aber auch wo die Hochleistung ist und wo du nicht nur in deinem persönlichen Flow kommst, sondern wirklich gut und leicht Ergebnisse erzielst, die auf deinem Seelenweg sind, ist die Energiezone 4. Was das ist, wirst du auch erfahren in diesem Online-Workshop. So, das war's. Ich wollte ein wenig Kontext geben zu diesem Angebot, zu dieser neuen Ressource von mir. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mitmachst. Deine Antworten, die du eingibst, kriegst du als Reflexionsfragen zurückgesendet per E-Mail sofort. Und ich kriege auch eine Kopie. Und ich werde in nächster Zeit reingucken, wo du stehst und schauen, was hast du bekommen an Nutzen, an Wert, an Insights, an Erkenntnisse aus diesem Online-Workshop, den ich gemacht habe mit meinen 1:1-Kunden. Und du bist herzlich willkommen, in der nächsten Zeit auch dabei zu sein. Ich freue mich. Und wir sehen uns wieder bald online. Tschüss!